und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und was haben wir heute vor? Wir kümmern uns heute um das Loch des Todes. Es klingt vielleicht etwas sexuell, aber das ist es natürlich keineswegs. Es ist einfach eine Spezialbase und ich will auch gar nicht lange rumreden. Wir werden jetzt mal gucken, dass wir uns mal selber angegriffen bekommen. Wenn ich denn mal so schlau wäre und auf dem anderen Account einfach auch mal Truppen gebaut hätte. Oh, das habe ich jetzt gerade noch nachgeholt. Also, es ist eine Spezialbase, die ich gebaut habe und ich werde es jetzt einfach mal erläutern. Wir werden uns jetzt natürlich selber finden und da ist sie schon. Das ist das Loch des Todes und ich habe mir mal überlegt, was passiert, wenn wir die Base mal so bauen. Du hast in der Mitte hast du dieses Loch. Da außen sind alle Verteidigungsanlagen und da oben ist gar nichts. Also da oben sind nur die anderen Gebäude. Werden wir es schaffen, mit den Bodentruppen was zu reißen oder nicht? Wir können auch mal diverse Taktiken natürlich ausprobieren. Ich habe natürlich überlegt, Baby Dragons, Mutantenlakaien und auch die Hexen sind nicht erlaubt. Denn ich habe mir einfach, die Hexen können wir noch überlegen. Vielleicht nehmen wir sie doch. Wir werden mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Aber der Rest ist auf jeden Fall nicht erlaubt. Wir haben noch genug Sachen übrig. Wir haben noch die Kanonenkarre haben wir auch noch. Die habe ich jetzt hier gar nicht in der Auswahl drin. Wir müssen erstmal gucken, wie wir das machen. Wir gehen erstmal ganz logisch an die Sache ran. Und probieren es einfach mal. Ich würde mal sagen, wir probieren jetzt erstmal eine Taktik aus und nehmen erstmal die Schleichschützinnen. Die haben ja eine gewisse Zeit, wo sie unsichtbar sind. Natürlich. Ja, die Bombenwerfer, weiß ich gar nicht, ob das Sinn macht. Ey, es wird alles drauf einschießen. Wir haben noch die Kampfmaschine auf Level 10, die ist maxed. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Jetzt haben wir schon den Salat. Jetzt fängt es nämlich schon an und ich hab die Truppen noch gar nicht fertig. Oh, ich glaube, wir müssen erstmal die Kampfmaschine nehmen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alle rein. So, jetzt sind die ein bisschen unsichtbar. Ey, wir haben 0%. Die Kampfmaschine war sofort tot. Die konnte auch mal gar nichts machen. Ah, wir haben Prozente geholt. Wir haben immerhin Prozente geholt. Ah, ich bin zufrieden. 9%. Okay, das Loch des Todes hat seinem Namen auf jeden Fall alle Ehre gemacht. Aber so langsam kommen wir jetzt so ein bisschen drumherum. Wir kommen so langsam drumherum. Haben jetzt schon die ersten Prozente geholt. Aber es wird, denke ich mal, trotzdem nicht reichen. Weil wir haben ja noch immer noch den... Na, der Zerschmetterer ist noch auf der Seite. Ah, okay. Ey, mehr Prozente im Endeffekt dann doch noch geholt, als ich eigentlich dachte. Also, am Anfang dachte ich schon so... Oh, das geht ja komplett in die Hose. Da hätten wir hatten am Anfang 0%, aber die Kampfmaschine schützt, es war einfach alles tot. Und jetzt immerhin 27%. Wir arbeiten uns mal so ein bisschen nach vorne. Ich habe ja zum Glück jetzt den Uhrenturm noch aktiviert. Schwierig, haben wir alles. Ja, wir haben alles. Ich meine, die Kanonenkarren werden wahrscheinlich gar nichts reißen bei dieser Base. Ich weiß nicht, es wird einfach alles drauf einschießen. Ich würde mal sagen, wir könnten ja vielleicht auch mal nur mal Riesen ausprobieren? Nur mal die Riesen und die Bombenwerfer? Ich weiß es nicht. Verspricht das mehr Erfolg? Das ist die Frage. Ich meine, die haben die Kampfmaschine aus. Ich muss sie auf jeden Fall früh genug zünden, sonst wird es wahrscheinlich in die Buchse gehen. Vielleicht konzentrieren wir uns auch erst auf die obere Seite. Vielleicht ist das auch besser, wenn sie halt erst Richtung der Kanonen gehen und Richtung des Bogenturms gehen und jetzt halt nicht in Richtung. Ja, nicht in Richtung des Brutzlers und nicht in Richtung des Zerschmetterers. Das wäre wahrscheinlich sofort der Tod. Wir lenken erstmal ab. Dahin. Kriegen sie überhaupt was geworfen? Ja, sie kriegen was geschmissen. Oh Gott, nein, da schmeißt noch eins. Oh Gott, guck dir das mal an. Sie haben einfach mal alles zerstört. Sie haben einfach mal alles zerstört, aber allerdings nichts, was wir sonst gebrauchen können. Ja, super. Das ist natürlich jetzt super. Das wird gar nichts diesmal. Mit etwas Glück kriegen wir vielleicht noch die Kampfmaschine kaputt. Kriegen wir mit der Kampfmaschine was? Ah nein, die Kampfmaschine wird einfach geröstet. Eieiei, das ist schwierig. Die muss sich regenerieren. Komm, regeneriere dich doch. Sauber, sie hat sich regeneriert. Nein, sie läuft doch mal dahin. Lauf. Ey, hatten wir viel mehr Prozent. 15%, ja, jetzt sind die da unten bei einem Zerschmetterer dran. Das wird also auch nichts mehr werden. Oh, das ist krass. Okay, wir nehmen später definitiv nur die Nachthexen. Vielleicht könnte ich auf dem anderen... Wobei, bei dem anderen Account habe ich Level... Oh, da habe ich Level 1 Truppen noch. Das wird gar nichts. Okay, das heißt, wir werden auf jeden Fall jetzt gewinnen. Weil ich bei dem anderen wirklich nur Level 1 Truppen habe. Aber ist egal. Ist egal, wir müssen echt überlegen, wie wir das anstellen. Jetzt haben wir natürlich schon 80 Pokale Differenz, ist egal, kriegen wir trotzdem hin irgendwie, ihr wisst es. Die Suche dauert ein bisschen länger, aber wir schaffen das trotzdem. Boah, das Loch des Todes hat echt seinem Namen alle Ehre gemacht. Klar, bei einer normalen Base sagst du dann natürlich, ja, du musst da nicht angreifen in dem Loch, du kannst natürlich auch woanders hinsetzen. Aber in unserem speziellen Fall jetzt ist ja die Vorgabe, du setzt die Truppen alle in das Loch rein. Und guckst dann, was passiert. Ja, die Frage ist jetzt, was machen wir? Das ist echt schwierig. Was haben wir noch? Ganz ruhig mal überlegen. Was haben wir noch zur Auswahl? Kanonenkarre habe ich noch. Hex habe ich jetzt noch nicht. Die machen wir gleich dann noch fertig. Barbaren würde ich jetzt auch erstmal sagen. Ja, bringen die was noch nicht? Wir haben immer noch 27% immer noch der Rekord.
Du brauchst die... Brauchst du die Bombenwerfer zwangsläufig oder nicht? Brauchst du sie oder nicht? Weil, wenn wir es mal ganz ruhig überlegen, wir haben 15 Barbaren pro Lager. Wir haben aber nur 4 von den Bombenwerfern. Das ist nicht mal ein Drittel. Also würde ich doch mal vorschlagen... Okay, das war eine dumme Idee. So eine ganz dumme Idee. Die kriegen ja gar nichts hin. Mach die Mauer jetzt kaputt, Leute. Ist das so schwierig? Ja, Mauer 1. Ja, kümmert euch schon mal darum. Mauer 2. Los, Leute. Okay, schafft er nicht. Super. Jetzt haben wir gleich schon die ganze Anzahl an Barbaren haben wir jetzt gleich schon verbraten. Kampfmaschine zünden. Ein paar Barbaren leben ja sogar noch. Denkt dran, 27% ist der Rekord, aber jetzt laufen sie gleich auch leider alle einfach nur in den Zerschmetterer rein. Was natürlich auch nicht so ganz... Wobei, die Kampfmaschine wird sich jetzt... Oh, die Kampfmaschine lädt sich wieder auf. Das könnte funktionieren. Die Kampfmaschine kann sich jetzt wieder schön aufladen. Ich habe ja die Hoffnung, bis sie gleich wieder da sind. Oh, Bombe, super. Ja, habe ich noch ein paar Bomben hingesetzt. Ich habe ja die Hoffnung, dass sie gleich, wenn sie vor dem Zerschmetterer ist, nochmal sich aufladen kann. Dann haben wir eine Chance, den Rekord zu brechen. Jetzt nämlich... Jetzt muss sie den Zerschmetterer, muss sie jetzt auf jeden Fall... Nein, wir waren so nah dran. Es ist nur die Einstellung des Rekords. Okay, jetzt aber... Leute, wir müssen wirklich mal ein bisschen umdisponieren. Wir nehmen jetzt tatsächlich mal die... Wir nehmen jetzt mal die Nachthexen. Kurzer Cut, bis gleich. So, wir haben die Nachthexen. Die Pokale sind wieder auf Null gesetzt, damit wir uns jetzt leichter finden. Und ich bin mal gespannt. Ich würde mal sagen... Ja, vor allem, wie machen wir das jetzt? Mauerbrecher brauchen wir nicht. Wir bräuchten im Grunde... Ich nehme jetzt mal einfach 3 Lager mit. Ich nehme jetzt 3 Lager mit davon. Den Rest hauen wir jetzt wirklich voll mit... wobei, das war blöd. Weil jetzt die Nachthexen sind alle gestorben durch den Multimörser. Das war dumm. Ich habe die Kampfmaschine gar nicht gesetzt. Super. Ja, die sind alle gestorben durch den Multimörser. Das bedeutet, wenn wir die Nachthexen richtig einsetzen wollen, ja, das wird gar nichts. Wenn die Nachthexen richtig einsetzen wollen, dann müssen wir auf jeden Fall von dem Multimörser weg. Der Multimörser muss down. Oder die Nachthexen müssen halt raus aus der Reichweite. Das wird so schwierig. Ich habe keine Ahnung, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie wir das hinkriegen. Ich habe keine Ahnung. Boah, schwierig, echt. Das ist echt das Loch des Todes macht seinem Namen wirklich alle Ehre. Muss man wirklich sagen. Da bin ich auch am Überlegen. Wenn ihr noch übrigens Trollbases oder so habt, die ich bauen soll oder die ihr gebaut habt, hier in diesem Dorf, in dem anderen Dorf, schickt sie mir mal gerne zu. Per Mail am besten. Und dann gucken wir mal, dass wir mal was gebaut kriegen. Also, wir brauchen auf jeden Fall mehr Riesen. Das Problem ist, ich muss das irgendwie abpassen, dass wir dann die Nachthexen setzen. Ja, im Grunde gerade, wenn es dann, wenn er jetzt gerade geschossen hat, quasi jetzt. Haben sie ein bisschen Schaden, haben sie schon bekommen, aber das geht noch. Ah, ist aber auch schwierig. Ja, aber die Nachthexen jetzt schon wieder down sind. Ah, das ist echt hart. Zumindest ist jetzt die Doppelkanone mal kaputt, aber es lebt jetzt auch natürlich kaum noch was. Wobei, wenn sie jetzt in dem Kreis laufen... Dann haben wir vielleicht noch eine Mini-Chance. Ich will es jetzt noch nicht ganz aufgeben. Jetzt können wir vor allem die Maschinen nochmal zünden. Sie helfen ein bisschen noch aus. 21, das wird nicht reichen. Aber es war noch knapper als gedacht. Komm, einmal noch zünden. Bitte. Oh, wir konnten es noch einmal zünden. Tatsächlich noch einen neuen Rekord, ey. Ja, sauber, 30%. Na, immerhin, wir haben fast alles aufgeräumt außenrum. Aber das ist immer noch nicht das Ganze. Wir probieren es jetzt noch einmal mit... Zurück zu den Wurzeln jetzt noch einmal. Wir machen es jetzt noch einmal mit der normalen Taktik. Und zwar, wir müssen die Schleichschütze nochmal hinkriegen. Irgendwie auf... Wir müssen nochmal auf Spur kriegen. Das gibt's doch nicht. Das ist schwierig, echt. Das ist eine schwierige Base. Das ist echt das Loch des Todes. Ohne Witz. Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Aber es muss irgendwie klappen. Es muss das klappen kommen. Find dich doch jetzt, Mama. Find dich doch. Ich suche einen Gegner zum Angreifen, Mami. So, wir haben uns natürlich gefunden, also. Schleichschütze dahin. Das Problem ist jetzt auch wieder, wie kriegen wir die jetzt in Position? Vor allem jetzt ist wirklich einfach alles wieder da, ne? Ah, das ist... Jetzt haben sie wieder auf... Ja, wobei, sie haben halbwegs aufgesprengt. Oh, das ist so hart.
Das ist fast unmöglich. Das ist fast unmöglich. Vor allem der Multimörser war auch am draufgehen auf die Alto Belly. Das ist einfach nur ein. Das ist vor allem auch einfach nur ein Chaos. Das ist einfach nur ein Riesenchaos, was da in dieser Base abgeht. Alter Schwede. Das ist Clash of Clans am Limit auf jeden Fall. Ja, geh doch kaputt, komm, geh doch tot da, du. Geh doch tot, genau. Lass mich ruhig im Stich. So gewinnt man auch, ne? So gewinnt man ja auch. Und ja, ich sage auf jeden Fall schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sind natürlich um 17 Uhr wieder. Es gibt auch diese Woche einen neuen Spieletest. Mit Matthias und mir. Da freue ich mich schon drauf. Könnt ihr auf jeden Fall auch mal reinschalten. Ja. Und dann sage ich natürlich wie immer Danke, dass ihr dabei wart. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen, Freunde. Und dann bis später. Macht's gut. Einen schönen Start in die Woche noch. Tschüss.